Was man mit seiner Zeit denn eigentlich so macht, ist wohl mit einer der wichtigsten Fragen überhaupt. Letztendlich ist Zeit ja das wertvollste Gut, was wir eigentlich im Leben haben. Wie man sein Leben also auf das Wichtigste reduziert, und damit sind speziell die Aufgaben gemeint, ob man sie denn nun haben will oder nicht, das schauen wir uns diese Woche an. Hey, ihr ganzen Hitter, seid ihr schon aufgeregt? Nee. Herzlich willkommen zu meinem Bücherclub am Dienstag. Nee, der Name geht überhaupt nicht. Book Club. Englisch macht's auch nicht besser. Literaturdienstag. Nee, auch nicht. Der war richtig bitter. Ja, okay. Wird nichts. Fangen wir lieber gleich direkt an. Ich habe vergangene Woche das Buch Essentialism, hier haben wir es, von Gregor McKeown. Die Namen der Autoren sind aber auch immer schwere Geburten. Ich glaube, ich muss vorher anfangen, die Autorennamen ein bisschen besser zu üben. Falls ihr auch der Meinung seid, dass ihr die Autorennamen besser üben solltet, schreibt mir das mal in die Kommentare. Bestimmt kennt jeder von euch folgende Unterhaltung. Hey, wie geht's? Ja, ganz gut. Busy halt. Was heißt das überhaupt? Das ist nicht ganz genau. Busy, also beschäftigt, ist ja eigentlich kein Gefühl, oder? Das ist doch ein Zustand. Oft wird dieser Zustand busy, also beschäftigt, damit verwechselt, dass man viel schafft, nach vorne kommt und produktiv ist. Leider ist das nicht immer der Fall. Ja, ich weiß, aber... Denn nur weil man beschäftigt ist, also busy ist, heißt es noch lange nicht, dass man auch seinem Ziel näher kommt. Viele Aufgaben, die man sich entweder selbst auferlegt oder die man durch sein persönliches Umfeld zugeschoben bekommt, laufen in völlig unterschiedliche Richtungen. Was kann ich also nun tun, damit ich mir nicht jeden Tag neue Verpflichtungen und Aufgaben aufhalse, die eigentlich ja, gar nichts mit meinem Ziel zu tun haben, die ich gar nicht machen möchte oder im schlimmsten Fall nur Beschäftigungstherapie sind? Bevor wir uns diese Frage stellen und auch ein bisschen mehr auf die Details des Buches eingehen, möchte ich euch vorher einen einfachen Tipp geben. Warum? Ich habe ihm nichts getan! Ich habe ihm nichts getan! Setzt euch doch einfach mal morgens hin, schreibt euch eine To-Do-Liste für den heutigen Tag und guckt, welche dieser Aufgaben ist die allerwichtigste Aufgabe. Wenn ich mir nur eine Aufgabe aussuchen dürfte auf dieser Liste, welche müsste ich denn dann machen? Diese Aufgabe nehmt ihr dann und erledigt sie als allererstes. Okay. Ich nehme mich mal selbst als Beispiel. Ich arbeite aktuell in der Unternehmensberaterei. Ja, so nennt man das in München. So nennen das die Kids. Das sind keine Kaffeerösterei, Unternehmensberaterei. Mein übergeordnetes Ziel, im Job zumindest, ist es, Kundenprobleme zu lösen. Jetzt schaue ich also auf meine To-Do-Liste in der Früh und gucke, welches dieser To-Dos löst mein Kundenproblem oder das Problem des jeweiligen Kundens. Und dieses To-Do mache ich dann als allererstes, bevor ich mich die ganzen anderen To-Dos widme. Okay. Ja, das Buch besteht im Wesentlichen aus 4 Teilen. Essence, Explore, Eliminate und Execute. Im ersten Teil stellt man sich die Frage, was ist denn das Mindset eines Essentialisten oder einer Essentialistin? Der Kernpunkt ist, nicht alles, was man auferlegt bekommt, ist wirklich wichtig. Vieles davon sind einfach nur Störgeräusche oder auch Noise genannt im Buch, die man eigentlich gar nicht machen muss. Ja, das ist die Beschäftigungstherapie, die wir vorher kurz erwähnt hatten. Am Ende sind es dann nur ganz wenige Aufgaben, die einen Unterschied machen. Da gibt es auch viele andere Theorien, wie zum Beispiel das 80-20-Prinzip von Pareto, das kann man sich mal anschauen. Darin heißt es, dass 20% der Aufgaben zu 80% der Ergebnisse führen. Das heißt auch, dass man sehr oft Kompromisse eingehen muss. Und Kompromisse heißt in dem Fall nicht, ja, ich mache beides, sondern das heißt wirklich, ich kann eben nur eine Sache machen. Ich muss mich für eine Sache entscheiden und die andere mache ich nicht. Man neigt ja immer dazu, wenn einen jemand fragt, hey, kannst du das bitte auch noch machen, dazu zu sagen, ja, okay, das schaffe ich schon, ich schaffe beides. Aber hier geht es wirklich darum, diesen Trade-off einzugehen und zu sagen, nein. Sorry, Leute. Ich muss mich auf eine Sache konzentrieren, die andere schaffe ich in dem Fall einfach nicht. Man muss an seiner Einstellung arbeiten, gerade wenn man zu denjenigen gehört, die sagen, ah ja, das schaffe ich schon beides oder das kriege ich schon beides gebacken, keine Sorge. Teil 2. Hier geht es darum, sich ein kluges System zu überlegen, wie man denn jetzt die Aufgaben, die man so täglich zugeschoben bekommt oder die man sich selbst auferlegt, denn bewertet. Ja, weil Bauchgefühl ist hier kein gutes Entscheidungssystem, weil meistens neigt man mit dem Bauchgefühl wieder dazu zu sagen, ah ja, das schaffe ich schon beides. Und wir haben ja gerade im ersten Teil gelernt, das dürfen wir jetzt nicht mehr machen als Essentialist oder als jemand, der sich auf das Essentielle konzentriert, sondern wir versuchen eben die wichtigste Aufgabe zu finden und die wichtigen Aufgaben zu finden, die eben den Unterschied machen. Boy. Und da geht es eben darum, jetzt wirklich zu schauen, was lasse ich weg. Im Business-Kontext stellt man sich da oft die Frage, passen denn die Aufgaben oder passen die Projekte, die man macht, zur Firmenstrategie? Und genauso kann man das auch einfach bei sich im persönlichen Alltag integrieren. Du hast ja auch eine persönliche Strategie, genauso wie eine Firma eine Strategie hat. Und dann fragst du dich einfach, passt das zu meiner persönlichen Strategie? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zu Schritt 3.
Jetzt wirklich durch die To-Dos oder durch die Aufgaben und Verpflichtungen durchgehen und gnadenlos eliminieren. Ohne Herz und ohne Seele. Ich muss raus. Das Allerwichtigste, was man im Schritt lernen oder können muss, ist höflich Nein zu sagen. Nee. Man kommt dann nämlich oft in die Situation, dass wenn man Nein sagt, unhöflich erscheint. Viele Leute nehmen das Nein nämlich persönlich und nicht einfach nur als Nein zu der Aufgabe oder zu der Anfrage, die sie gerade gestellt haben, sondern persönlich auf sich übertragen, was ja eigentlich nicht der Fall ist. Nee, nicht nur das, weil er ist auch sauer. Ja. Und er kommt nachher, wenn du sauer bist, dann holst du noch deine Reserven raus und dann bist du ganz anders drauf. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass eure Managerin oder euer Manager auf euch zukommt und euch fragt, ob ihr noch eine zusätzliche Aufgabe oder ein zusätzliches Projekt übernehmen könnt und ihr eigentlich bis oben hin voll seid. Ich bin voll, voll. Und keine weitere Aufgabe oder kein weiteres Projekt gebrauchen könnt. Eine Möglichkeit, höflich Nein zu sagen, wäre zum Beispiel eure Managerin oder eurem Manager zu sagen, ich kann die Aufgabe des Projekts gerne übernehmen, aber welches der anderen Projekte soll ich denn dann niedriger priorisieren? Somit gebt ihr gleich die Information weiter, dass ihr eigentlich schon von der Kapazität her voll seid. Ich bin voll, voll. Und nichts mehr erledigen könnt. Und eure Managerin oder euer Manager ist jetzt auch in der Aufgabe zu entscheiden, was denn die höhere Priorität fürs Team hat. Interessanter Fakt, Priorität gab es sehr, sehr lange nur als Singular, bis dann irgendwann die Menschen entschieden haben, wir brauchen das auch im Plural. Okay. Im vierten Teil müsst ihr euch das Ausführen eurer Aufgaben so einfach wie möglich machen. Leichtes Ausführen kann man zum Beispiel durch kluge Gewohnheiten und Regeln sehr gut etablieren. Wie man übrigens gute Gewohnheiten bildet, habe ich schon mal anhand des Buchs Atomic Habits von James Clear behandelt. Das findet man auch auf meinem Kanal oder ich verlinke es hier irgendwo, das könnt ihr euch dazu anschauen, dann wisst ihr, wie ihr Teil 4 optimal meistern könnt. Um aber noch ein Beispiel zu machen und zurück auf den ersten Tipp zu kommen, ihr habt euch also jetzt eure To-Do-Liste geschrieben und habt euch den einen wichtigen Punkt ganz dick mit einem Stift umkringelt, genauso wie es hier im Buch gemacht wurde und habe gesagt, das ist die allerwichtigste Aufgabe, die ich heute erledigen muss. Jetzt versucht doch einfach mal die Gewohnheit zu bilden, das am Anfang des Tages zu machen. Also einfach nachdem ihr frühstücken wart, falls ihr frühstückt oder nachdem ihr eben im Büro angekommen seid oder zu Hause euren Laptop aufgeklappt habt, ist wirklich der erste Teil, den ihr macht, diese eine Aufgabe. Wenn ihr die dann abgearbeitet habt, dann kann wirklich eigentlich nicht mehr so viel schief gehen und selbst wenn danach irgendwelche Störgeräuschaufgaben oder irgendwelche Beschäftigungstherapie dazwischen kommt, dann habt ihr wenigstens schon mal die wichtigste Aufgabe erledigt und könnt dann entspannt in den restlichen Tag starten. Yeah, boy! Das war's auch schon wieder. Wenn ihr Buchempfehlungen habt, lasst mir die bitte in den Kommentaren da. Ansonsten Like-Button, Abo-Button, alle Knöpfe unter meinem Video drücken. Rastet völlig aus. Bis nächste Woche. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible!